Hallo Leute, im letzten Video, da haben wir ein Temu-Paket geöffnet und ja, mit nur Minifiguren drin, war innerhalb von 9 Tagen hier ohne irgendwelche großartigen Probleme. Dann haben wir das Paket einmal ausgekippt und ja, da sieht man schon die ganze Menge, also sehr groß Mischmasch in Figuren. Wir haben auch die ersten im letzten Video schon vorgestellt, zum Beispiel hier diesen Soldaten mit dem Bajonett auf dem Gewehr drauf, einen zweiten mit Pistole und Schwert. Und bedruckter Hut oder diese Frisurenhüte, wie ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Dann ein anderer mit so einer Art Pickelhaube mit so einem Schwanz dran. Auch noch mit Pistole und Schwert, alle beidseitig bedruckt. Noch einer, der ähnlich ist wie der zweite, aber diesmal mit Rucksack auf. Dann haben wir noch den ja mit so einer dicken Schermütze im Grunde genommen und ein Schwert. Und dann haben wir die nächsten, das waren jetzt Krankenhausfiguren, hier 2 Stück, recht normale, so eher City-Figuren, nur vorne bedruckt. Und das sind dann die nächsten beiden, das war so ein 4er-Set. Und jetzt geht's weiter. So, als nächstes haben wir 8 City-Minifiguren, ganz normale Figuren, auch auf der Rückseite nicht bedruckt, nur von vorne, einfache Figuren ohne Ausstattung dabei, nichts in der Hand, aber 8 Stück für 2,19 Euro. Wir haben 2 Frauen, die beiden einmal, brauche ich auch nur von vorne zeigen, weil wie gesagt von hinten nicht bedruckt. Die Arme gingen teilweise ein bisschen schwieriger rein als jetzt bei den Soldaten, also da war das sehr Sutsche alles hier. Bisschen schwieriger, kosten aber ja auch um einiges weniger, aber trotzdem lange nicht so schlimm wie damals so die ersten Zing-Bau-Figuren, wo man teilweise mit Zange arbeiten musste, um die Hände reinzukriegen und sowas. Also das ging alles so. Ja, also die beiden Frauen, sie mit der Maske, sie ohne, sie irgendwie mit ja, so einem Anzugteil fast oben. Dann die beiden Männer hier, Schal. Irgendwie ein englisches T-Shirt, so sieht das fast aus. Dann haben wir die beiden, eher mit einer Banane auf dem T-Shirt und ja, irgendwie ein gelbes Oberteil. Die beiden sind eher Arbeiter, er sieht aus wie ein Maler hier mit der ganzen Farbe und hier hat er auch noch irgendwelche Pinsel oder Stifte drin. Und er ist dann der Hausmeister, würde ich sagen. Er hat aber auch hier ein paar Farbkleckse drauf. Ja, und wie gesagt, die 8 Figuren, 2,19 Euro, auch wieder ohne Stands. Ja, kann man aber nichts zu sagen, also für den Preis, ne? Also 8 Figuren, 2,20, das sind ja pro Figur, ich kann nicht rechnen heute, ich weiß auch nicht, 30 Cent für ein 2,40, also unter 30 Cent pro Figur. Ich mache weiter mit den nächsten. So Leute, jetzt kommen wir zu 12 Figuren in einem Set. Und zwar 12 in der Stadt bauen, heißt das Thema. Also 12 Figuren, Bauarbeiter, andere Dinge. Ich habe bezahlt 4,42 Euro für diese 12 Figuren. Sind auch wieder ganz einfache City-Figuren. Rote Werkzeuge waren dabei, passt vielleicht nicht so perfekt, aber ich habe sie draufgesetzt. Das Witzige ist, die Figuren sind anders aufgebaut als die normalen Figuren, ne, weil die haben hier in der Mitte nur einen Stiel und dann kann man die Hüfte drehen, wenn man will. Ja, also da haben wir einmal hier ihn hier mit Blau und der Frisur von hinten sind die auch wieder nicht bedruckt. Hier typisch gelb, irgendwie Bauarbeiter, guckt ein bisschen böse mit einem Walkie-Talkie. Und hier eine Dame, Hosen sind aber auch bedruckt auf jeden Fall von vorne. Er hier noch, ja, der will malen. Dann haben wir die beiden in komplett orange gehalten. Also entweder haben die, ja, wir haben 4, na, wir haben, warte mal, 1, 2, 3, 5 Leute mit Frisur, 3 rote Hüte, Helme und 4 blaue Helme. Dann haben wir sie noch hier mit Frisur auf, er mit einer Sonnenbrille auf und einer Schaufel und ja, also das sind so die Sachen, die dabei waren. Dann haben wir hier wieder einen Maler, der müsste eigentlich eher die Malerrolle kriegen, sehe ich gerade. Er auch mit Sonnenbrille auf. Hammer in der Hand. Die beiden haben dann keine Werkzeuge mehr. Und dann sind da noch so, ja, 6 von den Mauersteinen dabei.
ein Fass und ja, so Sandberge oder wie man das nennen mag. Auch 6 Stück. Kann man hier theoretisch auch einmal zusammenstecken. So sehen die von unten aus. Und dann haben wir sozusagen so ein kleines Baustellen-Ensemble, wenn man in der Stadt eine Baustelle machen will, bestimmt genau die richtigen Figuren. Und für 4,32 Euro für 12 Figuren und noch die Steine dazu, kann man echt nichts sagen, bin ich der Meinung. Also, ja, und die Werkzeuge, auch wenn rot ein bisschen komisch ist, also ich hätte die, glaube ich, in schwarz oder was weiß ich, besser empfunden. Aber gut, machen wir weiter mit den nächsten Figuren. So, jetzt kommen wir wieder zu einem Set von 6 Figuren, und zwar Halloween, Friedhof, Stadt, Zombie. Ja, 3,88 Euro für 6 Figuren, und das sind jetzt Stadt, ja, Halloween, Zombie-Figuren. Ja, wie ihr seht, Zombie-Gesichter, überall Blut dran. Ja, falls ihr da irgendwie in einer Ecke eine Zombie-Akalypse bauen wollt, dann habt ihr dafür 6 Figuren. Eigentlich, er sieht heiß aus mit den roten Haaren. Rückseiten sind nicht bedruckt, auf den nur die Vorderseiten. Aber das ist eigentlich so ganz gut. Ist recht dunkel bedruckt alles, also weil das ja dunkle Figuren sind. Aber ist okay, finde ich. Ja, dann machen wir weiter. Jetzt habe ich nur noch ein Set und sonst habe ich alles noch Einzelfiguren. So, jetzt kommen wir mal zu bekannteren Figuren. Die Ghostbusters. Ließen sich recht fest zusammenstecken, aber dann sind sie auch gut. Schöne Bedruckung haben sie. Seine Frisur ist heller als im Internet abgebildet. Und dieses fünfteilige Set kostet 8,59 Euro. Also im Vergleich zu diesen Massenfiguren natürlich teuer. Aber es sind eben auch die Ghostbusters. Gut, man muss jetzt sagen, die 4 treten auf in Ghostbusters 2. Ja, also, weil er fehlt ja in Ghostbusters 1. Und die 3 in Ghostbusters 1, die haben mit ihm, dem Marshmallow-Mann, zu tun. Ja, also, als er dann dazu kam in dem zweiten Film, da war er nicht mehr dabei, sondern haben sie die Freiheitsstatue lebendig gemacht. Dagegen im Videospiel, da war er dann mit allen 4 wieder dabei. Also könnte man am ehesten sagen, das Set passt zum Videospiel oder ist eine Mischung aus Film 1 und 2. Gut, so. Wir haben hier einmal die 4 Figuren, gehe ich drauf ein, aber jeder hat hier diesen ja, Rucksack, ne? Also sein, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Dinger hießen, mit denen sie die ja, Geister, Gespenster und alles beschossen haben. Ich habe bei 2 den nicht draufgesetzt, dass wir da uns die Rückseite angucken. Und genau, die haben auch alle 2 Gesichter. Ich zeige das bei denen dann. Wir haben hier also zuerst haben wir hier Dr. Peter Wankman. Sieht man auch hier. PV steht da drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Alias Bill Murray. Dann haben wir Dr. Raymond Ray Stantz. Dan Aykroyd. Dann haben wir Dr. Egon Spengler. Harold Ramis, der Schauspieler. Und dann haben wir Winston Zeddemore, Ernie Hudson, der Schauspieler. So, einmal so gezeigt. Und dann haben wir hier den Marshmallow Man. Der sieht von hinten so aus. Na, ganz nett gemacht. Jetzt gehen wir einmal hier drauf ein. Wir haben alle eigentlich vorne so halbwegs den gleichen Druck, bis auf das Namensschild hier, die Vor- und Nachnamenkürzel. Und auf der Rückseite haben sie alle hier das Ghostbusters-Zeichen drauf. Was ich auch ziemlich cool finde. Ist dann aber durch den Rucksack hier abgedeckt. Was gibt's noch zu sagen? Ach ja, ne, also die haben alle eben 2 Gesichter. Immer eins, wo sie eher glücklich sind und zuversichtlich. Und eins, wo sie erschrocken sind. Kann man dann überlegen, was man damit machen möchte. Genau. Das sind die Ghostbusters gewesen. Ich werde den einen jetzt noch den Rucksack aufsetzen, damit er nicht wegkommt. Und die haben auch wieder Stands gehabt, wie ihr seht. Und dann mache ich mit den nächsten Figuren weiter. So.
und ich habe fertig gebaut. Wir fangen an mit der ersten Figur. Und zwar ihn hier. Wikinger? Könnte sein, ne? Man sieht kaum was von der Figur darunter. Schild, Speer, hier irgendwie so ein Trinkkrug, der dabei ist. Und dann ist hier natürlich alles bedeckt. Die Figur sieht gut aus, die ist silber bedruckt darunter. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Der Helm. Nimm das mal raus. Das mache ich mal runter. Und dann müssen wir mal gucken. Kopf ab. Bart ab. Und das Teil hier. Müssen wir die Arme, glaube ich, einmal runter machen, sonst geht das nicht. So. Und so. Und so. So sieht die Figur nämlich aus. Silber bedruckt auf Armen, auf beiden Seiten, an den Seiten der Beine, vorne an den Beinen, hinten. Also wirklich komplett rundherum bedruckt. Richtig cool. Aber man sieht eben durch diese ganze Rüstung hier, ja, sieht man kaum was von ihm. Der Junge kostet 1,58. Und das finde ich echt dafür, was man jetzt hier kriegt, fand ich das echt super, muss ich sagen. So, ich setze ihn mal schnell wieder zusammen. Und dann können wir ihn nämlich wegstellen. So, er kriegt die Arme nicht so hundertprozentig weit nach oben durch die Rüstung. Das muss man auch sagen. Schild wieder in die Hand. Speer wieder in die Hand. Und dann kann er sich zu den anderen da hinten gesellen. So. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist er hier. Hinten bedruckt alles hier mit den weißen Dingern auf den Armen, Beine. Ja, der Kürbismann. Der ist bestimmt aus irgendeinem Film. Mir fällt der Film aber nicht ein. Wenn das jemand weiß, kann er es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich fand ihn aber cool. Deswegen habe ich ihn mitgenommen und der Junge kostet 1,49. So. Dann haben wir als nächstes hier Kettensägen-Massaker oder wie auch immer. Ist bestimmt auch ein Horror-Character, steht dabei, aber die schreiben ja die Namen nicht, die richtigen, weil sonst würden sie ja irgendwie den Film nennen und das wollen sie ja nicht. Er hat hier Blutspritzer drauf. Hinten ist er auch ein bisschen bedruckt. Und eben hier die Motorsäge. Ich weiß aber auch bei dem nicht, wie er heißt. Dann haben wir als nächstes aus S. Ne? Oder S. Der ist auch ziemlich cool gemacht, finde ich. Achso, der Motorsägenmann kostet auch 1,59. S kostet auch 1,59 hier aus dem Film. Auch komplett rundherum gedruckt, auch die Arme. Der Luftballon in der Hand. Auch eine ziemlich coole Figur. So. Kann da mal neben noch. Dann kommen wir zu. Ihn fand ich auch ziemlich cool. Radioaktiv. Schutzanzug. Bisschen verängstigt. Ja, hier geht er mir das rein. In seine Spritzpistole. Was immer er da jetzt abspritzen will. Weiß ich nicht. Und ja. Also kann man hier, glaube ich, einen Moment, so sieht er darunter aus. Er hat einen gelben Kopf. Haben schon viele Figuren ja gar nicht mehr. Ist, glaube ich, der erste mit gelbem Kopf, ne? Ja. Ja, der kostet 1,59. Ja, da sind sie sich jetzt alle ziemlich einig hier. Dann habe ich, das fand ich auch cool, einen Footballspieler. Der hat auf seinem Körper genau den gleichen Aufdruck wie hier dieses Teil, nur dass hier noch die Schulterteile mit drauf sind. Aber da unten steht auch 0000. Hier ist der, ja, der American Football. Ja, der Football natürlich, klar. Hier mit Visier. Und dann hat er noch einen Pokal dabei. Der kostet 1,48. Da gibt es auch noch andere Sportspieler in dem gleichen Bereich.
Ja, dann haben wir hier den Bananenmann. Den fand ich auch ganz cool. Ja, da ist nicht. Ja, die Banane sitzt recht fest, wenn man sie erstmal angedrückt hat. Man sieht das Gesicht ja. Ne? Der ist im Grunde genommen gar nicht bedruckt, außer hier an den Armen, aber am Körper gar nicht, weil er ist ja komplett von der Banane überzogen. Den fand ich auch ziemlich cool. Habe ich auch mal mitgenommen. Der kostet 1,29. So. Dann kommen wir, weil bald steht ja schon wieder Weihnachten vor der Tür. Einmal zu einem Weihnachtsmann. Ja, ist kein besonderer Weihnachtsmann. Der hat hinten keinen Druck. Aber er sah so ganz cool aus. Vorne ist das der einzige Druck hier. Bart. Ja, Hut. Man kann sein Gesicht kaum sehen. Wenn wir den Kopf mal abnehmen, dann können wir das Gesicht sehen. Also ein völlig normales Gesicht. Aber ich habe ja jetzt 50 Gesichter, die ich da sozusagen austauschen könnte. Ja, Weihnachtsmann kommt daneben. Und als letztes haben wir den Schneemann. Den fand ich lustig. Den wollte ich haben. Und da ist das Witzige, wenn man das Ding hier abnimmt, dann ist auch dein Gesicht. Aber er kann gar nicht rausgucken. Ja, also ganz normaler, witzig gemachter Schneemann. Und das war's. Und damit haben wir hier hinten jetzt 49 Minifiguren stehen. Und ja, das war's. Und glaubt ihr, dass die 59 Minifiguren inklusive der Köpfe und den Fenstern 39 Euro wert sind? Kannst du ja mal in die Kommentare schreiben. Hat auf jeden Fall alles funktioniert. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Oder die zwei. Ich weiß es jetzt zum Zeitpunkt noch nicht. Und ich würde mal ganz klar sagen, ich packe euch die Links unten rein. Die sind zurzeit ausverkaufter, die ich am Anfang vorgestellt hatte. Gibt aber dann ähnliche. Ich gucke da mal, ob ich was Ähnliches finde oder sowas. Weil man kann ausverkaufte Sachen nicht verlinken. Da kriegt man den Link nicht. Das ist bei Temu irgendwie ein bisschen komisch. Ja, aber ansonsten würde ich versuchen, euch die Links alle reinzupacken. Und wie gesagt, ihr findet unten einen Code, den könnt ihr als Erstbesteller benutzen. Damit würdet ihr mich dann nochmal unterstützen, dass ich weitere Sachen kaufen kann. Muss aber nicht sein. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und tschüss. Stuck inside myself.